machen wir einfach. Bitte schön. Ladies first. Na klar. Wie immer. Mein Name ist Ella Späte und ich bin von Beruf Bühnen- und Kostümbildnerin. Und wir, ihr alle wisst, sind wir hier in Steinau an der Straße, wo wir 2017 das Theatrium gegründet haben und eröffnet haben. Dem ist nichts hinzuzufügen. Mein Name ist Dieter Feinichen. Ich bin Puppenspieler, Schauspieler, Regisseur, ja, und Theaterleiter. Eben seit 2017 hier in dem wunderschönen Steinau an der Straße. Kultur auf das Land zu bringen, das funktioniert nur vor Ort. Und das wissen Ella Späte und Detlef Heinichen wohl am allerbesten. Denn die beiden betreiben seit 2017 das Theatrium Steinau und präsentieren dort ihr Theater mit Marionetten und führen damit die jahrzehntelange Tradition weiter. Aber es ist kein reines Marionettentheater, sondern eher ein Figurentheater, denn die Künstlerinnen und Künstler verstecken sich nicht. Sie übernehmen selbst einzelne Rollen und sind Teil der Inszenierung. Dabei interpretieren sie bekannte Kinderbücher neu oder lassen, wie es sich für ein Steinauer Theater gehört, die literarische Tradition der Brüder Grimm aufleben. Das ist hier... Ein Pferdestall. Ja, das ist hier Mitte 16. Jahrhundert, das ist das Gebäude. Das war ein Marstall, hier waren die Pferde drin. Und als die Brüder Grimm, Jakob und Wilhelm, ihre Kindheit hier zubrachten, sind die jeden Tag vom Amtshaus rüber in die Schule gegangen und kamen hier vorbei. Wie Kinder sind, die gehen nochmal in den Pferdestall. Also ich vermute mal, dass die mehr als einmal hier drin waren. Und allein das, dass die mal hier drin waren, wo wir später arbeiten, das erfüllt uns mit Ehrfurcht, an zutiefster Ehrfurcht, muss ich sagen. Was ganz wichtig ist, einen Raum zu schaffen, in dem sich nicht nur Kinder wohlfühlen, sondern auch Erwachsene. Also wirklich auch die ganze Familie soll hier Freude finden und auch rein optisch. Ne? Das Theatererlebnis fängt ja nicht an, wenn der Vorhang sich öffnet, sondern bereits, wenn die Schwelle zum Beispiel zum Theater übertreten. Ne? Neulich hat man die Ministerin für Kultur aus Hessen da, die Angela Dorn, die kam hier rein. Wow, die war erstmal total begeistert. Ne? Ja. Ist doch toll. Es gibt noch was zu entdecken in unserer ach so technischen Welt. Die Leute können sich doch überraschen lassen und das in Steinau also loskommt. Was soll ich dazu sagen? Mindestens einmal im Jahr bringen der Puppenspieler Detlef Heinichen und die Bühnen- und Kostümbildnerin Ella Späte ein eigenes Stück auf die Bühne. Eine moderne Interpretation eines zeitlosen Klassikers, immer mit dem Ziel, dass sich das Publikum tiefergehend mit der Literatur beschäftigt. Und durch die künstlerische Gestaltung machen sie, wie sie selbst schreiben, Dinge möglich, die im Rahmen eines Figurentheaters fast unmöglich scheinen. Daneben bieten sie regionalen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne, kooperieren mit dem Main-Kinzig-Kreis oder der Stadt Gelnhausen und schaffen einen Raum für Tanz, Musik, Comedy oder Lesung. Und zwar für Kinder, für Jugendliche und für Erwachsene gleichermaßen. Wie gesagt, wir waren vorher in Städten und allem drum und dran, da ist es ein bisschen durch diese Anonymität, da sitzt jeder in seiner Blase und fertig. Aber hier auf dem Land habe ich etwas gelernt und nicht nur gelernt, sondern richtig schätzen zu lernen, die Netzwerkarbeit. Ich habe so ganz, ganz viele tolle Künstler, die im Umkreis von 20, 30 Kilometer hier wirken, ob das darstellende oder bildende Künstler sind, egal wie. Und für die schaffen wir auch einen Raum mit. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich finde Konzerte finde ich einfach großartig. Es kommen mittlerweile auch ein paar ganz berühmte Leute hier. Und die ködern mich ein bisschen, das geben wir zu, und zwar mit dem Saal. Der Saal ist ein Eyecatcher, wie man so schön sagt. Und zum Beispiel Andreas Kümmert war da. Ne? Der füllt Hallen mit 6.000 Leuten mittlerweile. Und ne? Mein Catering. Und dein fantastisches Catering, das ist richtig, weil die Liebe geht durch den Magen. Dann werden Stücke aufgeführt wie Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, aber auch Amadeus oder eine Hommage an Johnny Cash. Und es wird Raum geboten für die Steinauer Geschichten, eine Dokumentation und eine Liebeserklärung an ihre Heimatstadt. Aber die Menschen kommen nicht nur zu Ella Späte oder Detlef Heinichen. Denn wenn der Weg für eine Schule oder einen Kindergarten zu weit ist, dann werden kurzerhand die Requisiten für ein Stück eingepackt
und ist eben vor Ort aufgeführt. Sozusagen ein mobiles Kulturzentrum. Für mich ist die Unterscheidung in Kinder- und Erwachsenentheater immer ein bisschen schwierig. Es gibt gutes und schlechtes Theater. Das ist völlig egal, ob es für Erwachsene oder für Kinder ist. Und ganz im Gegenteil. Gerade für Kinder sollte man sich noch mehr Mühe geben. Das wissen wir alle. Jeder Einzelne. Der erste Theaterbesuch, das haben wir alle im Kopf. Wir wissen, ich weiß noch ganz genau, ich war 3 Jahre alt, da habe ich so ein Kasperle-Theater gesehen. Ich weiß noch heute genau, wie das aussah. Ich war begeistert. Ob das jetzt gut oder schlecht war, völlig egal. Aber die Begeisterung hält bis heute an. Und das weiß ich genau, dass die Kinder, wir haben, wenn wir für Kinder spielen, müssen wir davon ausgehen, dass es für diese Kinder der allererste Theaterbesuch ihres Lebens ist. Das ist eine Verantwortung, das muss man wissen. Gib mir dazu. Es ist jetzt nicht gerade ein afrikanischer Elefant. Auch kein indischer Elefant. Ein schwedischer Elefant. So, probiere kurz aus, bitte. Achtung, und. Na bitte. Wunderbar. Kunst und Kultur baut Brücken. Gerade in schwierigen Zeiten, in denen wir aktuell leben, denn beiden liegt auch die demokratische Willensbildung und die Förderung der Demokratie am Herzen. Kultur hat das Ziel, zusammenzubringen und nicht auszuschließen. Diese Kraft des Integrativen ist in einer Großstadt ebenso wichtig wie im ländlich geprägten Teil des Main-Kinzig-Kreises. Und genau dieses Zusammenführen von Menschen, dieses Integrative erreichen sie, indem sie Kultur auf das Land bringen. Wir wissen alle, nach Corona, es ist alles nicht gerade leichter geworden. Unsere Welt wackelt. Wir haben mehrere Probleme. Das vom Klima, wir haben ein Demokratieproblem. Es sind Kriege auf der Welt. Mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Mit denen werden wir uns auseinandersetzen. Die letzte Wahl in Hessen war alles andere als erfreulich. Um das mal so zu sagen, das sind die Aufgaben der nächsten Jahre. Und die Kultur hat die verdammte Pflicht, darauf zu reagieren. Ja. Das ist Don Camillo aus der berühmten Inszenierung Don Camillo und Peppone. Im nächsten Jahr wieder zu sehen hier in diesem Theater. Das Theatrium Steinau ist mittlerweile weit über die Grenzen von Steinau bekannt und beliebt. Das Ambiente und die liebevoll gestalteten Bühnenbilder und das Theater sind ein wichtiger Anziehungspunkt für Kulturinteressierte aus nah und fern. Der Main-Kinzig-Kreis kann stolz sein. 2 engagierte Kulturschaffende wie Ella Späthe und Detlef Heinichen zu haben. Beide haben ein kulturelles Highlight im östlichen Main-Kinzig-Kreis geschaffen, dessen Licht weit über die Kreisgrenzen hinausstrahlt. Und deswegen ist es für uns als Kulturpreisjury eine Selbstverständlichkeit und eine Ehre, sie mit dem Kulturpreis des Main-Kinzig-Kreises auszuzeichnen. Herzlichen Glückwunsch und auf viele weitere tolle Veranstaltungen in Ihrem Theatrium.